Was geht ab und herzlich willkommen zu dem neuen Video. Und ich bin wieder mit Luis unterwegs. Hey. Und auf jeden Fall. Ah, alles klar. Und auf jeden Fall spielen wir heute eine Runde Game of Bike. Luis, wer fängt an? Ne, wir machen schnell. Du fängst an. So, was ist dran? Eine Challenge on me! Übrigens, Leute, wir machen Challenges, die wir beide schaffen können, weil ich fahre halt schon länger als Luis und deswegen mache ich Challenges, die er auch schaffen kann. Kein 80 Meter Mini. Genau. Gut. Wir machen ein Stoppie-Ding. Ah, okay, das meinst du? Okay. Geschafft, ne? Alter, das war super. Irgendwie runterdroppen. Und es muss irgendwas in der Luft mit dem Lenker oder allgemein so Tabletop oder so, ne? Also es muss mit dem Fahrrad in der Luft passieren. Ne? Hast gecheckt? Nice. Nein, das sagen meiner zwei Versuche. Zwei Versuche. Hat sie was getan? Was machen sie? Okay. Klein Tabletop. Bei den, also bei den Droppen der Treppen. Ja, doch, war drin. Ein bisschen. War drin, ein bisschen. Sag mal, Luis, wie lange übst du ja schon Tabletops? 3 Tage. Vielleicht konntet ihr es gerade nicht so gut auf dem Video sehen. Dann war ein Tabletop, oder? Gut, da freue ich mich. Man muss von dieser Ecke bis zu der nächsten da einen Wheelie machen. Schaffst du, oder? Von der und von der Seite kann ich auch die machen. Ja, genau. Also, du machst von dieser Kante bis zu dieser Kante einen Wheelie. So, ich würde sagen, die Kante ist erreicht. Hallo. Au. Tja. Jo. Hat er, ja, doch, hat er gepackt. Der war. Marsch. Er legt ihn aber ab. Boom. Ganz normal die Treppen geworfen. Und diese Steine hier, den Weg, komplett gappen. Schaffst du das? Ich versuch's. Nee. Willst du direkt machen? Ich würde sagen, wir gappen das mal, ne? Okay, mach's. Nicht ganz, glaube ich. Ich glaube nicht. Ich weiß. Obwohl, ich hätte das jetzt eh nicht als Aufgabe gegeben, weil das wäre halt schon ein bisschen fies. Also, jo. Drei Stufen müssen es sein? Was? Drei Stufen müssen es sein? Du darfst hier mit dem oder zwei dürfen es auch sein. Okay. Nur musst du oder halt, ja, hier oder da halt bei den drei, musst du halt runterfahren, aber nicht mit dem Hinterrad blockieren. Was laber ich? Runterfahren mit dem Vorderrad blockieren und dann halt mit dem Hinterrad nicht mehr die Treppen berühren. Was? Mit dem Hinterrad nicht mehr die Treppen berühren. Ja. Also Vorderrad runter und dann. Jo. Accepted. Okay, was machst du jetzt? Hinterrad versetzen. Treppen, Hinterrad. Auf einer Stufe, gut. Wenn ich jetzt verkacke, Alter, dann bin ich echt so schlecht. Nice. Also, wir machen
Wir fahren hier an, machen Stoppi, setzen Hinterrad darauf und dann fahren wir weiter. Also das wollte ich ja jetzt nur einmal zeigen. Und jetzt mache ich das nochmal. So, wenn ich es verkacke, dann habe ich halt verkackt. Schaffst es? Try this. Also. Das ist Kratzen. Das würde ich sagen, ist das B. Okay, dann würde ich sagen, probiere ich mal 3 Stufen, ne? Wir betteln uns jetzt hier gegenseitig raus. Oh. Wir versetzen halt immer das Hinterrad. Ja. 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 Oh. Ja, okay, kannst du an der Seite runter. Okay. Ja, okay, du hast es ja geschafft. Das war ja. Du hast es geschafft, nice. Nochmal Stufe da vorne. Gut. Ja, doch. Hui. Was möchtest du jetzt machen? Wir droppen die Treppen. Und, aber du musst in dem Drop halt die ganzen Treppen, also jede einzelne Stufe, musst du mit dem Hinterrad berühren. Weißt? Ich mach das mal vor. Am Droppen so, ne? Ja. Prima. Wir zeigen den Zuschauern mal einen tollen Platz. Gut. Ein Stoppi auf so einem Metallding. Ein Stoppi auf so einem Metallding? Achso. Okay, sehr nice. Ah, okay. Okay. Also ein Stoppi auf das Metallding. Ich hab zu weit! Ja, er hat's geschafft! Ja, oder? Boah! Da, über die Kante? Du darfst natürlich nicht das Beet und so berühren. Und es muss sich was in der Luft tun. Hä? Ja, doch, ein bisschen hat sie am Lenker getan. Ja, ganz. Jo! Dieses Teil? Ja, da bist du. Dieses Teil? Manualen wir. Welches Teil? Hier so, die Kante. Auf der Kante müssen wir manualen. Oh, der war, ne? Ja. Gut. Mach nochmal. Der war nicht wirklich. Ja, doch, der war. Oh, Alter. Der war, ja. Gut. Oh. Oh.
Okay. Ich würde sagen, da versetzen wir noch mal ein bisschen, wa? Platz genug. Wir holen Schwung und gappen diese Kante. Ja, wir springen halt, wir dürfen halt diese Erde darin und so nicht berühren. War, ne? Und Leute, falls ihr jetzt denkt, der war eh nicht, Luis sagt schon, ob der war oder nicht. Ich habe ja gesagt, falls ihr denkt, der war so oder so nicht, weil ich ja nur aus der Perspektive filme, du sagst schon, ob der war oder nicht. Ich sehe das nicht. Ich bin fairer Mann. Oh Leute, ist das nicht geil. Diese Sonne endlich mal wieder. Nee. Du hattest das Vorderrad nicht berührt, aber das Hinterrad ist komplett durch. Naja, dann muss ich dir leider ein I geben. Okay. Ein I. Bitte. Wow, da war was. Also, mit Feuerrad runterfahren, aber nicht mit Hinterrad. Aber halt nicht blocken. Ach so. Ja, genau an diesen Treppen. Hat er aber geschafft. Okay, und? Nissi Dissi. Wir machen. Hier machen wir so einen Wheelie Drop. Und man muss halt die Treppen mit dem Hinterrad berühren. Und danach muss man aber noch kurz weiterfahren. Auf dem Hinterrad. Ganz kurz wirklich nur. Wir probieren es nochmal. War halt noch kurz. Du bist mit beiden Rädern halt gleichzeitig aufgekommen. Nee. Leider ein K. Er überlegt einfach spontan, was er macht. Aber sah jetzt aus wie ein stumpfer Drop. Einfach nur droppen? Okay. Mit beiden Rädern gleichzeitig aufkommen? Okay. Oh fuck, das war das Hinterrad. Oh Mann. Oh, Junge, voll reingeschissen. Leute, ey. Er hat einfach die Ansage gegeben, mit beiden Rädern gleichzeitig aufkommen. Und was mache ich? Ich verkacke einfach zweimal. So, ich sag jetzt, wir droppen jetzt, aber erst mit dem Hinterrad aufkommen. Ja. Hä? Ja, doch, jetzt, ja. Ganz deutlich. So und dann langsam. Okay. Ja, gut. Nein. Ich habe eine lustige. Man fährt da oben auf. Du kannst auch hochschieben, wenn du willst. Man muss da oben rauf fahren. So, und dann fährt man einmal im Kreis. Ja. Und dann ist man ja wieder da vorne und dann macht man einen Wheelie Drop. Ja? Ratatat! Jo, au! Ja, du kannst auch über den Rasen fahren. Du musst nur einmal außen rum, ne?
Und? Nein! Also, was machen wir? Ganz langsam. Treppe runterfahren? Ja. Also kurz vor blockiert? Ja. Oder blockiert? Ja. Dann fährt man da vorne diese Steigung mal den Baum hoch. Ja. Muss den Baum voll berühren. Ah ja, okay. Und dann. Und was? Dann kann man wegfahren. Okay. Sehr nice. Hat sich ja mal jemand was einfallen lassen. Okay. Okay. So. Ganz langsam hier runter. Accepted. Wir fahren wieder eine Runde. Droppen dann da wieder runter, aber du musst erst mit dem Vorderrad aufkommen. Also muss man runter, also man muss schon droppen. Man muss droppen, aber erst mit dem Vorderrad aufkommen, ja. Ja, ich glaube da. Ja. Komm, ich fahre einfach hinter Luis her. Okay, ja, gut, habe ich gesagt. Ja, okay, so kann man es auch machen, ne? Ja? Echt? Echt? Ja. Krass. An, ich mache das direkt vorne. Wenn man fällt von hier an, macht so und dann Stoppi. Ja. Okay, nochmal. Also so. Wir fahren nicht geradeaus, sondern droppen die da so. Ach so. Also nicht geradeaus fahren, droppen, sondern hier so. Ah, okay, ja. Ja. Jo. Nein? Achso, man darf die auch nicht mit dem Hinterrad berühren. Hä? Nein. Achso, okay. Das war's. Ja? Ja, du bist ja voll mit dem Hinterrad. Oh Mann, okay. Wir springen einfach nur den Bordsteinkant hoch. Bunny Hop. Ja. Au. Au. Okay, Leute, da hat der Luis verloren. Hat der Luis verloren. Gut, das war's dann mit Game of Bike. Ciao, bis zum nächsten Video. Tschüss.